Yo, heute ist Halloween und als was verkleidet ihr euch so? Obwohl, wenn ich dich gerade so durch den Bildschirm sehe, alles gut, du musst dich heute gar nicht verkleiden, um andere Leute zu erschrecken. Naja, und damit herzlich willkommen zu einem super duper nicer dicer neuen Video. Ich hoffe, ihr hattet heute einen guten Tag, im Gegensatz zu dieser Person. Joink! Ja, selber schuld auch. Wer flext doch mit so einem Bündel in Amerika, mit offenem Fenster? Die klassische Karma-Schelle existiert ja wirklich. GG's an der Stelle. Ich weiß nicht, wer von euch das fühlt, aber kennt ihr diesen Moment, wenn ihr zu Hause seid und plötzlich miesen Hunger habt? Ihr bekommt zur Fressfläche, dann öffnet ihr die Tiefkühltruhe und holt euch eine nice, köstliche Tiefkühlpizza raus. Wow! Geil. Dann geht ihr zum Ofen, schaltet den Ofen an, packt die Pizza rein und geht irgendwas anderes machen. Und warum auch immer wird die Pizza dann im Ofen vergessen. Und der Boden ist komplett verbrannt und verkohlt und schwarz. Und naja, sollte euch sowas mal passieren, ich habe die Lösung dafür gefunden. Ich kann echt nicht glauben, dass das wirklich so gut funktioniert hat. Das Ergebnis ist wirklich stark. Ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren, sollte mir die Pizza verbrennen. Danke für den Tipp. Gomme-Mode. Wer in der Social Media Abteilung kam auf diese Idee? Was habe ich mir da gerade angeschaut? Welcher neue Mitarbeiter kam auf die Idee, so ein Video zu machen für den Firmenaccount? Ja, die Story. Lass einfach einen alten Mann Bier kaufen und dann tschüss sagen. Starker Werbespot, Mann. Ach ja, und da ja heute Halloween ist, also falls ihr euch verkleidet, glaubt mir mal, euer Kostüm kommt niemals an das von dem Bray hier ran. Oh mein Gott, einer von denen hat sich einfach so erschrocken, dass er sich ins Trauma geschickt hat. Der Arme. Aber alles gut, der ruht sich da nur ein bisschen aus. Der macht gerade Mittagsschlaf. Das ist wirklich gruselig. Würde ich mit Jungs draußen unterwegs sein und dieses Teil kommt aus der Nebenstraße aus dem Gebüsch raus? Ich könnte für nichts garantieren, wir würden das Ding einfach attackieren. So, zur Selbstverteidigung natürlich. In the middle of the class is crazy. Oh. Der sieht einfach so aus wie einer von Squid Game. Lil Bro hat paar Purzelbäume runtergemacht. Was ein Auftritt, wirklich. Aber ab jetzt kennt ihn jeder. Und was muss sich eigentlich der Professor gedacht haben? Taylor Swift Fans are on another level. That's a great deal. Hallo, hallo. Wieso rasten die so aus? Die hat Geist gesehen gerade. Okay, verstehe ich das richtig? Die gehen einfach auf Konzert von Taylor Swift, wo sie halt obvious ihre Lieder spielt. Weil das ist ihr Konzert, ihre Lieder. Und dann flippen die komplett aus, sobald sie ein Lied von sich spielt. So, yo, warum freut ihr euch so? Das macht doch gar keinen Sinn. Achtet mal auf die, als ob sie besessen ist von irgendwas. Ja, also ich wünschte, ein paar von euch wären auch solche Fans von mir und würden so abgehen jedes Mal, wenn ich ein neues Video mache oder einen Joke bringe. Das wäre mein Traum, echt. Schaut euch mal an, wie diese Frau einfach das Battle gegen so ein paar Wellen aufnimmt. Okay, ja, noch steht sie stabil. Die Welle war ja auch ganz klein. Und sie wird leider ein bisschen vorgezogen. Aber nicht schlimm. Steh einfach auf und geh einfach wieder zurück. Ist doch ganz einfach jetzt. Komm schon.
Wie kann man denn in so einem Moment so hilflos hinfallen? 1:0 für den Ozean. Okay, und jetzt einfach aufstehen, come on. Holy Shit, was kommt da für ein Brecher? Okay, aber alles gut, Hilfe kommt. Und ihr ist ja auch zum Glück nichts passiert. Ach ja, und das war übrigens das ganz dicke 2:0 für den Ozean. Ey, der hat den Ehrenlosen gemacht und die beiden einfach zurückgelassen. Ja, okay, sie haben es dann doch geschafft. Sehr stark. Nice. Die arme Frau geht danach nie wieder mehr schwimmen. So, 3, 2, 1, and scammer gets scammed, buddy. Oha, oha, für den Kleinen bricht gerade seine komplette Welt zusammen, wie der am Schreien ist. Scammer gets scammed. Okay, wenn er wirklich ein Scammer ist, dann hat er es echt verdient. Haha, der heult heute immer noch. Warum können Gurken nicht fliegen? Ich bin auf dieses TikTok gestoßen und ich verstehe die Welt nicht mehr danach. Wirklich, kein Plan, was abgeht. Was? Warum können Gurken nicht fliegen? Was? Gurke? Gurke. Kennst du Gurke? Gurke. Ha, ja, der war ja gut. Warum können die nicht fliegen? Weil ich doch Gurke im Kopf. Warte, warte, ganz gut. Ja, genau, Gurke im Kopf, ja, ja. Nee, ich doch Gurke im Kopf, Gurke im Kopf. Gurke im Kopf. Ja, Gurke im Kopf. Ja, ja. Batman. Also, die machen Salat. Ja. Kennst du Spinat? Ja, genau, genau, genau. Kennst du Spinat? Ja. Er war diese Spinat. Ja, genau. Und Gurken im Kopf. Ja. Wie fandest du den? War gut, ne? Ja, aber ich hatte so, guck mal, Spinat, er war, kennst du Popeye, ne? Ja, genau. Popeye war Spinat, ja, Gurken. Ja. Popeye und Spinat. War sehr gut, ja, ein sehr guter Witz, sehr lustig. Erklären Sie den mal? Okay, guter Witz, ja. Ja, erklären Sie den mal? Ja, hab ich das gerade gesagt. Gurken im Kopf, ja. Und Spinat hier, guck mal, Spinat hier. Spinat hier und Kopf hier. Genau hier, Gurken im Kopf. Genau wie Banane. Ja. Ciao. Jo, ich wünsche dir was, ne? Ciao. F. Und zu dem Rest, keine Ahnung. Ich hab nur irgendwas mit Gurke im Kopf, Spinat und Banane verstanden. Macht gar keinen Sinn. Naja, und wenn ihr den Witz von gerade auch nicht verstanden habt, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Danke fürs Zuschauen. Bis morgen.